Moin, 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 herzlich willkommen bei Simple Sample und heute verkosten wir einen 31 Jahre alten Karl Ila von Gordon & MacPhail. Sportlich. Sportlich ist auch der Preis. Ja, Tatsache. Ja, das ist das Erste, was uns jetzt hier aufgefallen ist. Ist das der teuerste Karl Ila, den wir je getrunken haben? Ich denke schon, ja. Ist es jetzt mal so bewusst geworden? Ja. Ne? Ich glaube, es ist der teuerste Karl Ila, den wir bis jetzt getrunken haben. Der kostet mich 950 Euro UVP. Karl Ila ja eher, also war mal eher im günstigen Segment angesiedelt. Mittlerweile brauchen wir da nicht mehr drüber reden. Ne? Dadurch einer der ältesten bisher. Ja. Karl Ila 18, einer meiner ersten Lieblingswhiskys, wo ich sagen muss, da hat alles gepasst. Zu dem damaligen Preis geil. Ja, heute kann man vergessen. Mhm. Aber heute haben wir 31 Jahre. 55,5%. Ha, mal gucken. Mal gucken, ob Würze und Alkohol da gut zusammenspielen. Wir haben Refill Sherry Butt. Ja, das ist nett. Das finde ich besser wie First Fill in dem Moment. Oh, guck mal, da ist auch noch was drin. Da liegen noch 10 Euro drin. Da liegen noch 10 Euro drin, ja. Was ich nicht so nett fand. Ja, Kirsch, also wenn ihr das Video seht, ne, da will ich nochmal 10% haben. Verpackung kaputt. Ja, bei uns nicht so schlimm. Ja. Bei uns wird die nur verheizt eigentlich. Ne? Ja. Aber ja, so. Transportschaden. Ihr seht hier so eine kleine, so eine Dumpy-Battle, würde ich fast sagen. Ne? Also das ist das gleiche Design wie die Connoisseur's Choice, nur halt ein bisschen niedriger, damit es halt irgendwo sich abhebt. Ne? Mhm. Dann gibt es ja dann noch diese Ultra-Premium-Geschichten mit diesen Riffel da. Kommen auch noch ein paar Videos. Aber bestimmt auch noch mal. Ne? ja, ich bin äußerst gespannt. Ja. Aber ich persönlich assoziiere Karl Ila halt immer noch so ein bisschen mit Preiswert. Ja. Also für mich gab es da auch mal, ich sage jetzt mal, Puddles Cake 28. Ist ja auch ein Karl Ila. Hat 45,8. Gibt es für, lass mich lügen, was kostet das Ding? 400 Euro? 300 Euro? Oh, gut, in dem Segment. 280, irgendwie ja, sowas, ja, ne? Ja. Ja, fast 1000, ey. Das ist schon Erwartungen. Aber fünf, ja. Sind eigentlich niedrig? Ja, tatsächlich. Also, Erwartungen sind nicht allzu hoch. Nee. Aufgrund des Alkohols und hin und her. Aber. Vielleicht haben wir jetzt auch eine Überraschung. Vielleicht haben wir jetzt auch eine Überraschung. Ich fürchte aber, er wird es schwer haben zu sagen, der Preis ist gerechtfertigt. Wir werden es sehen. Schauen wir mal. Wir riechen mal. Da war ungefähr 20 Minuten im Glas, würde ich so schätzen. Ne? Ja. Das kommt so ungefähr hin. Ja. Im ersten Moment hatte ich jetzt nichts, was mich an den alten Ila Whisky so erinnert. Mhm. Ne, er war ziemlich sehr verschlossen, sehr. Ja, Alkohol hat ein bisschen gestört und so weiter. Aber jetzt so nach und nach baut sich das auf, was ich von dem alten Ila Whisky haben will. Mhm. Aber von dem alten Kaila. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, das ist ein alter Beaumont oder ein alter Lagerhulin oder. Nee. Das ist schon eine Kaila-Richtung, muss man sagen. Ne? Ja, tatsächlich. Es warmer Rauch ist im Hintergrund da, ganz leicht, aber nur noch. Sherryfass ist schon ordentlich drüber. Er ist ein wenig ungestüm. Hm? Ist ungestüm und relativ verschlossen noch in der Nase. Aber ich glaube, da ist mehr dahinter. Vielleicht sollte man dann hier beim zweiten Verkosten auch nochmal ein Tröpfchen Wasser reinmachen. Nase wird besser. Ich kann jetzt keine klaren Noten. Ich wollte gerade sagen, definier mal. Das ist schwierig. So richtig. Ja, du hast ja viele Whiskys, wo du sofort sagen kannst. Bam, 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 bam. Leicht so ein bisschen Barbecue. Ja. Ganz leichtes hinten. Stimmt. Ja. Bisschen Barbecue-Soße, ne? Die Süße ist da. Kalender typisch, ne? So ein süßer Rauch. Ja, dann wird es auch schon schwieriger. Prinzipiell gut. Ja, es ist jetzt keine schlechte Nase. Es ist eine gute Nase. Ja, wenn anfänglich Alkohol ein bisschen verschwunden ist. Ein bisschen Kirsche. Naja, so Barbecue ist ein gutes Thema. Barbecue-Soße. Aber nicht ledgig. Nee. Leicht. Ja, die Soße. Nicht das Fleisch. Verdünnt mit Wasser. Ich glaube, die muss man in den Auspuff gekippt und dran gerochen. Eigentlich ist das eingetreten, was ich nicht wollte. Zu viel Alkohol, zu viel Würze vom Fass. Das ist so beim ersten Schluck. Wir sind beim ersten Schluck. Für mich übertüncht das jetzt erstmal. Du hast erstmal extrem zu tun in dieser Kombination. Du merkst, dass dahinter was Geiles ist. Ja. Du hast richtig den alten Karl Ila im Mund. Ja. Aber die Würze und der Alkohol ist erstmal drüber. Erstmal voll stirnd. Ja. Aber jetzt im Nachgeschmack wird er richtig gut. Ja. Kommt die Süße hoch, kommt dieses Ila. Alte, mineralische, maritime,
auch der Sherry ist gar nicht so großartig da, finde ich. Also der ist so, könnte auch ein gutes Ex-Bourbon-Fass irgendwo sein, finde ich jetzt. Oder? Ich glaube, die Macher des Whiskys fühlen sich jetzt gerade nicht angesprochen. Also ich habe jetzt gar nicht so Früchte oder typische Sherry-Noten gar nicht im Geschmack. Mhm. Schöner Abgang. Abgang ist sehr gut, finde ich. Voll jetzt warm, rauchig. Ja. Habe ich so noch nicht gehabt bei den Kalila. Nase wird viel besser, finde ich jetzt. Vielleicht lässt man sich von dem Sherry jetzt täuschen. Man sucht die Früchte. Es sind aber keine da. Er kommt, Olli. Er riecht auch langsam seines Alters entsprechend. Es ist eine Cremigkeit da, es kommt eine Wachsigkeit, es kommt eine Öligkeit. Boah, wird der richtig gut jetzt. Ach, Gott sei Dank. Haselnuss. Mhm. Haselnuss, ja, Haselnuss-Nougat kommt jetzt durch. Ach, so ein bisschen Thymian, vielleicht so eine leichte... Es kam der Rauch. Die Rauchallergie. Oh, wird die Nase gut jetzt, schön. Mhm. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich hätte keinen Bock, schon wieder so einen Whisky zu zerreißen. Man muss das Brettchen nach unten ausbauen. Aber was man schon mal zugute halten muss... Grapefruit habe ich jetzt. Er hat keine Fehlnoten. Ja. Oh, er hat keine Fehlnoten. Mindestens 50 Punkte. Er hat keine Fehlnoten. Er hat keinen Schwefel. Jetzt kommen wirklich schöne Grapefruit, Rauchigkeit. Ja, also ich glaube, die Nuss muss erstmal knacken. Die musste knacken, ja. Und dann macht er auf. Ich habe jetzt auch gerade nicht das Bedürfnis, Wasser reinzumachen. Nee, ich wollte es gerade sagen. Das macht jetzt kaputt, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ist alles sehr zart, ne? Wenn er so geblieben wäre, dann hätte ich Wasser reinmachen müssen. Ja. Aber er macht es schön auf. Du brauchst jetzt nichts rauskitzeln. Es kommt wirklich, also die Nussigkeit ist ja geil. Und dahinter überall schwebt so ein kleiner Rauch, ne? Diese Maritimität ist überall da. Und lasst euch nicht vom Sherryfass und von der Farbe beeinflussen. Ich finde, der hat... Also, ich riech da keinen Sherry. Wenn einfach Hogsheads draufstehen würde, ja, wäre auch okay. Tja, dann, wir probieren nochmal. Oh. Wenn er nicht so würzig wäre, wäre das ein Spitzenwhisky. Ja. Er ist mir ein Ticken so drüber vom Holz her, von der Würzigkeit her. Ja. Sehr pfeffrig. Ja, man hätte den Alkohol vielleicht ein bisschen... Also wirklich pfeffrig. Aber er ist natürlich nicht... Du willst ein Single-Cross machen, dann ist das halt so. Ne? Geschmack ist auch wahnsinnig gut. Mhm. Abgang sehr gut. Das ist, glaube ich, auch fast mit einer der besten Kalinas, die ich bisher getrunken habe. Mhm. Wirklich. Mhm. Vielleicht kommt es ein bisschen zu negativ rüber. Ja. Oder? Ja, das ist halt der erste. Ich glaube, wenn du jetzt wirklich 2-3 Drams getrunken hast, da macht er richtig Spaß. Weil dann hast du dich an den Alkohol gewöhnt. Wir sind jetzt gestartet. Wir hatten eben ein Video gedreht mit 43%. Ja. Naja, was soll jetzt kommen? Aber hättest du jetzt schon mal eine Fassstärke getrunken oder sowas, glaube ich, kommt der richtig gut. Ich glaube, ich werde mir trotzdem jetzt hier nochmal einen ganz kleinen Hieb Wasser reinmachen. Kannst du bitte mal Britta Bescheid sagen? Ja. Britta, kommst du bitte? Ja, na klar. Düb. Danke, Pretty. Bis bald nochmal. Ciao. Ciao, Pretty. So, ich nehme mal hier einen Tropfen vom The Drop aus unserem Kavalan-Wasserglas. 1, 2, Es ist Likör. Das waren jetzt 4-5 Tröpfchen, also der Whisky hat jetzt exakt 46% Volumen. Nase baut ab. Ich habe es befürchtet. Die Nase ist zu... Die Nase baut total ab. Oh. Oh, ich bereue es. Riech mal. Die ist weg. Ganz andere Geschichte. Die ist weg, die Nase. Jetzt wird er fruchtig. Jetzt hast du leichte Zitrusfrüchte, leichte... Koste mal, das würde mich mehr interessieren. Er ist einfach fruchtig. Diese Wachsigkeit, dieses Geile ist weg. Würze geht nicht weg. Au, ja, das ist blöd. Gar ein Ticken stärker. Geschmack ist gleich. Also ihr seht, Wasser... Er verliert einfach nur in der Nase. Ja, das ist schade, weil... Ja. Ich finde aber eigentlich... Wir kommen zum Fazit. Ja. Kommen wir zum Fazit vom Karl Ila. Nicht Karl. Karl. Oh. Das tötet Leute. Das wusste ich nicht. Kommen wir zum Fazit vom Karl Ila, 31 Jahre von Gordon & MacPhail. Ja, Steffen. Schmeckt dir der Whisky? Geschmack ist phänomenal gut. Mhm. Finde ich richtig lecker. Nase ist auch mega geil. Nur die Würze und die Alkoholstärke ist der einzige störende Faktor für uns. Ja, ich hatte es noch nie gefühlt, dass mir die Nase und der Abgang richtig geil gefällt, aber der Geschmack hat damit zu viel Würze und deswegen schwierig. Aber wie gesagt, erste Mal, ja. Dominante Noten.
Kalila. Ich finde, es ist ein rein rassiger Kalila, den man in dem Alter haben will. Ja. Ist der Alkohol gut eingebunden? So semi. Ist halt Single-Cars, müssen es halt so abfüllen. Ne? Ich wette aber, eine kleine vom Wasser Distiller Wassernuance würde... Ja. Man weiß es nicht. Brennerei-Charakter? Ja. Definitiv Kaila. Also da kann man nicht drüber reden. Da brauchst du nicht diskutieren. Preis gerechtfertigt? 950 Euro. Nee, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Nein. Nee. Er ist wahrscheinlich der beste Kaila, den wir je getrunken haben. Irgendwo. Ja. Ich, ja. Aber auf gar keinen Fall ein vielfaches Mehrwert als andere im ähnlichen Alter, mit ähnlichen Eckdaten. Nee, Preis nicht gerechtfertigt. Also durch zwei, wir können reden. Ja, tatsächlich, ja. Privat kaufen? Wenn Geld jetzt überhaupt keine Rolle spielen würde, ich sag jetzt mal, es wäre für mich, ist das 50 Euro kostet, ne? Sagen wir Fuffi. Mhm. Dann wahrscheinlich ja. Einfach, weil ich habe auch mal Bock auf so einen Geschmack. Also ja, doch, ich würde mir privat, glaube ich, holen. Okay. Du nicht? Nee. Zu würzig. Passt mir nicht. Mhm. Bewertung 1 bis 60. 1 ist schlecht, 60 ist gut. Wo liegt er bei dir? Ich gebe ihm eine sehr gute 51 Punkte kriegt er von mir. Ja. Also wirklich. Ich bin heute bei einer 42, weil einfach die Nase und der Abgang haben es gut gemacht. Von daher kommen wir auf 93 und wo das genau bei uns auf der Tafel ist, seht ihr jetzt. Kaila, 31 Jahre. Gordon McPhail hat bei uns bekommen 93 Punkte. Und ja, reimen wir ihn denn ein? Ja, warum nicht? Schau mal, Bonner Heaven 45 Jahre, Aaron 25 Jahre, da passt er auch dazwischen, muss ich sagen. Also wie gesagt, diese Würze, ein bisschen schwierig für mich. Steffen fand es geil. Wir werden demnächst noch ein bisschen was mit Gordon McPhail probieren und ihr könnt gespannt sein. Bis dann.